Nummer 5. Beachvolleyball, Softtouch, Größe 5, weicher Griff durch Lederbeschichtung, verschleißfest. Perfekter Ball zum Üben am Strand. Geeignet für intensive Sitzungen bei allen Wetterbedingungen und in nassen Bereichen. Gedämpfter Aufprall. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 4. Beachvolleyball, Softtouch. Das dreifarbige Design, gelb, weiß und blau, hilft, die Bewegung des Balles zu erkennen. Ideal für Spiele im Freien, perfekt zum Üben oder Spielen am Strand. Ein großartiges Geschenk für Kinder oder Teenager. Der Ball ist haltbar und fühlt sich weich an. Größe 5. Tolles Produkt, auch in anderen Farben erhältlich. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 3. Soft Sand Beachvolleyball, mehrfarbig, Größe 5. Ausgezeichneter Trainingsball für den Strand. Der Ball besteht aus einem weichen Oberflächenmaterial und einer superleichten, weichen Butylgummistruktur, die wetter- und seewasserbeständig ist. Ausgezeichnetes Produkt für Erwachsene und Kinder. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Dieser Volleyball ist aus Leder in Standardgröße gefertigt. Ideal zum Spielen oder Trainieren am Strand. Offizielles Gewicht und Abmessungen entsprechen den Normen für den regulären Spielbetrieb bei Hallen- und Freiluftturnieren. Offizielle Größe 5. Dieser Ball ist heiß versiegelt und hat eine bessere Elastizität und ein besseres Gefühl als ein maschinell genähter Ball. Die Oberfläche ist mit Mikrofaserleder verstärkt, wodurch der Ball sehr weich ist. Tolle Geschenkidee. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 1. Soft Touch Beach Volleyball, 10-Panel-Konstruktion mit Twistlock-Technologie, einem Nahtsystem, das für Haltbarkeit sorgt und ein Öffnen der Panels verhindert. Hergestellt aus hochwertigem Kunstleder, Größe 5. Ausgezeichneter Ball, ideal für das Training am Strand. Das perfekte Geschenk für Kinder und Jugendliche. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung.